Der Yellowstone Park, ältester, größter und auch vielseitigster unter den vielen amerikanischen Nationalparks, hat eine Ausdehnung von etwa 9000 Quadratkilometern. Er ist also viermal so groß wie das Saarland. Seine Hauptattraktion und zugleich das vierte Weltwunder ist der Old Faithful Geyser, der alte, zuverlässige Geysir. Das schmückende Beiwort zuverlässig hat er sich redlich verdient. Wenn man auch, wie einer der Parkwächter mit Bedauern in der Stimme meinte, nicht seine Uhr nach ihm stellen kann. Die Intervalle seiner Ausbrüche schwanken nämlich zwischen 60 und 70 Minuten. In den 80 Jahren, die er regelmäßig beobachtet wird, hat der alte Zuverlässige noch keinen seiner Ausbrüche versäumt. Auch für uns ließ er seine Show pünktlich ablaufen. Zischend und fauchend schleuderte er Dampf und heißes Wasser 50 Meter hoch in die Luft. Der als Indianerbüffel bekannte Bison wurde im vorigen Jahrhundert fast völlig ausgerottet. Heute gibt es dank der Hege in den Nationalparks bereits wieder rund 30.000 dieser unter Naturschutz gestellten Tiere. Doch zurück zu den heißen Quellen und Geysiren. Hier gluckst Fountain Paint Pot, die ihrem Namen Farbtopfquelle alle Ehre macht. In diesem Gebiet blubbert und brodelt es überall. Die Bezeichnungen Morgenloch, Orangenquelle, Schwefelbrunnen, Punschbowle, um nur einige zu nennen, sprechen für sich. Das Norris-Geysir-Bassin, eins der schönsten Geysirbecken. Ein Kojote. Er ist jedem Wildwest-Fan sicher schon in dem Schimpfwort räudiger Kojote begegnet. So also sieht er wirklich aus. Die Vielseitigkeit des Yellowstone-Parks wird dokumentiert durch den Grand Canyon of the Yellowstone, der dem berühmten Grand Canyon von Arizona an farbenprächtiger Wildheit und majestätischer Schönheit nicht nachsteht. Immer wieder versiegen Quellen, um an anderer Stelle wieder hervorzubrechen. Die Vegetation an einer solchen neuen Ausbruchstelle ist zum Absterben verurteilt. Das heiße Wasser und sich ablagernde mineralische Bestandteile lassen keinen Pflanzenwuchs zu. Bei den Minerva-Terrassen, die zwar auf natürlichem Wege durch mineralische Ablagerungen entstanden sind, doch einem überaus kunstvoll entworfenen und gestalteten Brunnen gleichen, ist man versucht, an römische Brunnen denkend, ein Geldstück über die Schulter in eins der Becken zu werfen. Einbildung hin, Aberglaube her, man hofft und wünscht, eines Tages wieder hierher zurückzukommen. Zu den heißen Quellen, zu den Bären, zum Yellowstone Park. Thank you.
Ein Sprung, der etwa der Entfernung Berlin-Mailand entspricht, führt uns vom Norden Wyomings in den Süden Utahs, führt uns zum Zion-Nationalpark und in den Bryce Canyon. Wie ein gigantisches, in Stein gehauenes Buch blättert der Zion-Nationalpark vor uns 150 Millionen Jahre Erdgeschichte auf. Der des Lesens dieser Steintafeln Kundige erfährt von versunkenen Epochen tropischer Sumpfvegetation. Von Zeiten, in denen ausgedehnte Wanderdünen alles Leben erstickten. Von kommenden und gehenden Ozeanen, von Verwerfungen der Erdkruste und von längst ausgestorbenen Tiergattungen. Den Mormonen, die Mitte vorigen Jahrhunderts auf ihrem großen Trek nach Utah gekommen waren, erschienen diese nicht von Menschenhand errichteten Türme und Tempel wie eine von Gott selber geschaffene himmlische Stadt. So nannten sie die weiß und rot leuchtenden Bergzinnen über tief eingefressenen dunklen Schluchten Zion. Viele der fantasievollen Namen für die steilen Kegel und scharfgratigen Stümpfe zeugen von der tiefen Gläubigkeit dieser alten Mormonenpioniere. Namen wie Türme der Jungfrau Maria, Opferaltar, Ankunft der Engel, großer weißer Thron oder Tempel des Ostens. Selbst der fantasieloseste Alltagsmensch, der hartgesottenste Snob, wird sich im nordwestlich von Zion gelegenen Bryce Canyon wie Alice im Wunderland vorkommen. Längst vergessene Restbestände schäumender Fantasie, alle weltmännische Blasiertheit hinwegspülende kindliche Freude an Formen und Farben blühen unerwartet im Besucher dieses von Jahrmillionen geformten Amphitheaters auf. Die verschlossenen, jeder erkennbaren Gefühlsregung abholden Indianer nannten dieses Gebiet treffend rote Felsen, die wie Menschen in einer halbrunden Schlucht stehen. Wasser und Sonne, Regen und Frost haben aus vielschichtigem Kalkstein mit der Fantasie und dem Können eines großen Meisters Figuren über Figuren, Bilder über Bilder herausgearbeitet. Einbezogen in diesen Gestaltungsprozess des Tages lässt den Reichtum an Formen in immer neuer, überwältigender Farbenpracht erstrahlen. Diesem von senkrecht in den Himmel steigenden Felswänden umgebenen Wunderreich der Fantasie entsprechen die Namen, die man den pittoresken Steinbildern gegeben hat. Etwa Gullivers Schloss, Feenland, Stille Stadt oder Garten der Königin. Wer ließe sich hier nicht gern verzaubern von einer Welt, die er mit seiner Kindheit unwiederbringlich verloren glaubte? Der Glen Canyon am Colorado River vereinigt Natur und Menschenwerk zu einem Landschaftsbild, an dem sich die menschliche Aufnahmefähigkeit für Farben, Eindrücke und Erlebnisse wie ein Schwamm bis zur Überfülle vollsaugen kann. Der Glen Canyon Damm staut das Wasser des Colorado zu einem Stausee von 300 Kilometern Länge auf. Das entspräche einem See, der sich von Bonn bis Karlsruhe ausdehnen würde. Der Stausee heißt nach einem Forscher und Geologen, der die ersten Expeditionen durch die Colorado-Felsschluchten leitete, Lake Powell. Das Wasser folgt den unzähligen Verästelungen der Felstäler und ermöglicht so ein bequemes Durchstreifen dieser wildromantischen Gegend mit dem Motorboot. Noch vor wenigen Jahren erforderte es mühsame Expeditionen, das einsame Gebiet mit seinen vielen Seitencanyons zu durchforschen. Das wurde damals nötig, da man in Tälern und Schluchten, die noch nie der Fuß eines Weißen betreten hatte, zurückgezogen lebende Indianer und Überreste alter indianischer Ureinwohner vermutete. Diese Vermutung erwies sich als richtig. Menschen und wertvolle historische Funde konnten geborgen werden, bevor man 1963 mit dem Aufstauen des Wassers begann. Mit dem Lake Powell ist ein neues, wunderbares Ferien- und Erholungsparadies entstanden. Da die Sportangelei in den USA sehr groß geschrieben wird, setzte der Nationalpark Service in dem Stausee 8 Millionen Lachse, Karpfen und Forellen aus.
Viele Erholungssuchende werden auch durch die Möglichkeit angelockt, hier ihrem Forscher- und Entdeckerdrang freien Lauf lassen zu können. Der in den weit verzweigten, oft sehr geheimnisumwitterten und abenteuerversprechenden Canyons ein reiches Betätigungsfeld findet. Sei sorgenfrei, aber nicht sorglos, warnt der Parkservice den Touristen. Dieses herrliche Erholungsgebiet ist immer noch wild, wenig erforscht und schwer zu überschauen. Wer sich ohne ausreichende Ortskenntnis oder einen kundigen Führer in das Labyrinth noch nicht gekennzeichneter Schluchten und Buchten hineinwagt, setzt unter Umständen sein Leben aufs Spiel. Die Park Rangers empfehlen daher, neben ausreichenden Proviant- und Benzinvorräten, nach Möglichkeit ein Sprechfunkgerät mitzunehmen, das ein Auffinden verirrter oder aus irgendeinem Grunde festsitzender Bootstouristen erleichtert. Die meisten der Nebencanyons, Rinnen, Arme, Sackgassen und Grotten des Lake Powell sind inzwischen benannt worden. Man vernimmt so kennzeichnende Namen wie Schlucht der letzten Chance, falsche Einfahrt, Zwielichtcanyon und verborgene Passage. Der Aztec Canyon führt zu einem Bauwerk der Natur, wie es in gleicher Größe und Schönheit selten sein dürfte, zur Rainbow Bridge, der Regenbogenbrücke. Einer indianischen Überlieferung zufolge ist dies ein Regenbogen, den der große Manitou zu Stein verwandelt hat. Unter diesem steinernen Regenbogen mit seiner Spannweite von 85 und seiner Höhe von 95 Meter fände das in Washington stehende Kapitol bequem Platz. Hier in diesem unermesslichen Land kann man eben nichts mit europäischen Maßstäben messen. Selbst die Wunder der Natur nicht. Man kann in diesem Wunderreich der neuen Welt immer wieder nur staunen, verstummen und schweigend genießen. Der in Arizona gelegene Grand Canyon, der neuen Welt fünftes Weltwunder, kann nur mit eigenen Augen, durch eigenes Erleben in seiner ganzen vielfältigen Farbigkeit und Wucht erfasst werden. Es gibt einfach keine Worte, die diese unermessliche Großartigkeit, dieses den Atem verschlagene Panorama auch nur annähernd beschreiben könnten. The Divine Abyss, den göttlichen Abgrund, nennt man in Amerika diese größte Schlucht der Welt. 350 Kilometer weit zieht sich dieses Durchbruchstal des Colorado in der Breite einer Großstadt dahin, durch in vielen Farben flimmernde Sandstein-, Kalkstein- und Granitberge. Von der oberen Kante des Kaibab-Plateaus bis in die Tiefe des Canyons zum Colorado River besteht ein Höhenunterschied von oft 1600 bis 1800 Metern. Göttlicher Abgrund, Grand Canyon. Lassen wir uns durch diese gewaltige Landschaft beeindrucken. Gestatten wir uns jetzt einen kurzen Besuch in der Navajo-Reservation von Arizona und Utah sowie einen Blick auf die Pueblos von Mesa Verde in Colorado. Das Tal der Denkmäler, Monument Valley, verdankt seinen Namen denkmalähnlichen Felsensäulen, wie wir sie auch beispielsweise schon an den Ufern des Lake Powell erahnt haben. Die hier lebenden Navajo-Indianer sind wohl nicht, wie es eine ihrer alten Überlieferungen berichtet, vor langer, langer Zeit aus der Erde herausgekommen, sondern wie andere Indianerstämme auch über die Beringstraße aus Asien eingewandert.
Man sieht es ihren breiten, mongoliden Gesichtern mit der gelbbraunen Hautfarbe noch heute deutlich an. Nach aufreibenden Kämpfen gegen andere Stämme und gegen die weißen Eindringlinge mit dem Feuerwasser und den Donnerbüchsen haben die Navajos vor rund 100 Jahren hier auf der Grenze zwischen Utah und Arizona eine bleibende Heimat gefunden. Die Rohmaterialien für ihre begehrten Handarbeiten schaffen sie sich durch Jagd und Viehzucht weitgehend selber. Darüber hinaus partizipieren sie in ihrer Gesamtheit an den auf ihrem Territorium gefundenen Bodenschätzen, wie etwa Uran und Helium, und verachten auch den Fremdenverkehr als lohnende Einnahmequelle nicht. Das Kriegsbeil ist endgültig begraben. Skalpiert wird höchstens noch hin und wieder, wenn Hollywood für seine Westernproduktion ein paar echt wirkende Komparsen braucht. Die Indianer lebten im Allgemeinen in Zelten. Vor 600-700 Jahren jedoch gab es einzelne Stämme, die in steinernen Pueblos wohnten, wie hier in Mesa Verde im Südzipfel Colorados. Im Nordosten Arizonas, ein hochinteressantes Gebiet, die versteinerten Wälder. Ganze Stämme und unzählige Brocken zu Achat und Jaspis versteinerte Bäume liegen hier ausgebreitet. Vor mehr als 100 Millionen Jahren wurden diese Bäume durch Naturkatastrophen unter Bergen von Asche und Schlamm begraben. Das Grundwasser schlemmte die reichlich vorhandenen Silikate in das Holz der Stämme und bewirkte so eine allmähliche Versteinerung und damit eine Konservierung bis in unsere Tage. Sonne, Sand, Hitze, flimmernde Trockenheit und Kakteen. Das sind die Wüstengebiete Arizonas, noch mehr aber die des Nachbarstaates Nevada. Der größten Stadt Nevadas wollen wir als nächstes einen Besuch abstatten. Las Vegas. Wer kennt diesen Namen nicht? Wer hat nicht ganz bestimmte Vorstellungen von diesem Dorado der Playboys, Stars und Spieler? Alle Vorstellungen werden aber von der Welthauptstadt des Vergnügens selber bei weitem übertroffen. 300 Hotels mit 13.000 Apartments für mehr als 26.000 Gäste. 350 große Swimmingpools. Die besten und teuersten Shows und Stars aus aller Welt. Glücksspiel zu allen Tageszeiten. Spielautomaten an allen Plätzen. Im Restaurant. Auf dem Hotelflur. Am Lift. In der Toilette. Vergnügungen rund um die Uhr. Tags Sonne, nachts Wonne. Las Vegas. Wer kennt sie nicht, diese berühmten Hotels am Strip und im Casino Center? Freeman. El Cortes. Sahara. Desert Inn, Tropicana, Dunes, Flamingo, Stardust. Und daneben 80 Kirchen, in denen ohne lange Vorreden schnell geheiratet werden kann. Vergnügen rund um die Uhr. Scheidungsrichter, die ohne aufdringliche Fragen Ehepartner für die nächste Hochzeit freigeben. Tags Sonne, nachts Wonne. Glücksspiel zu allen Tageszeiten. Spielautomaten an jeder freien Wand. Welthauptstadt des Vergnügens. Las Vegas. Kalifornien, goldenes Land. Der Goldrausch des vorigen Jahrhunderts ist verflogen. Geblieben ist ein fruchtbares Land, dessen Früchte den Goldsegen der kalifornischen Sonne in einen Goldregen harter Dollars ummünzen. Kein Wunder also, wenn man Pflanzen und Bäume gegen Krankheiten und Schädlinge zu schützen sucht. An der Grenze zum Bundesstaat Kalifornien muss der Reisende alles abliefern, was er an Obst und Südfrüchten bei sich hat. Selbst wenn es erst wenige Tage oder Stunden zuvor von Kalifornien geliefert worden ist. Etwa in der Mitte des Bundesstaates Kalifornien, im Sequoia-Nationalpark und im Yosemite-Nationalpark, finden wir das sechste Weltwunder der Vereinigten Staaten. The Giant Sequoias. Die gigantischen Sequoias oder Mammutbäume. Diese Urwaldriesen sind bis zu 4000 Jahre alt. Sie begannen also zu wachsen, als in Ägypten die Pyramiden erbaut wurden. Als trojanische und griechische Helden sich um die schöne Helena zerstritten. Als unsere Vorfahren zum Teil noch mit Waffen und Werkzeugen aus Stein hantierten. Der General Grant Tree,
einer der größten unter den Sequoia-Riesen, wird alljährlich in der Weihnachtszeit mit Tausenden von Glühbirnen zum Christbaum der Nation herausgeputzt. Mit fast 100 Meter Höhe und einem Durchmesser von nahezu 12 Metern wirken diese Bäume wie Wirklichkeit gewordene Fabelwesen. Viele von ihnen, der General Sherman Tree zum Beispiel, haben einen Umfang von 35 Meter. Einmal mehr in diesem Kontinent zwischen Atlantik und Pazifik fühlt sich der Mensch klein, bedeutungslos, vergänglich. Hier der berühmte Verbona Tree. Vor mehr als 80 Jahren schnitt man diese Durchfahrt für Postkutschen in seinen Stamm. Er hat es überstanden, wie Unwetter und Waldbrände, wie Schwamm- und Insektenbefall. Die Riesensequoias werden ihre nadelbedeckten Äste noch in den Himmel Kaliforniens recken, wenn manches von Menschenhand geschaffene Bauwerk längst zu Staub und Asche zerfallen ist. Das siebente und letzte Weltwunder der neuen Welt ist auf etwa 40 Hügeln erbaut, beherbergt eine 750.000 Einwohner und heißt San Francisco. Wir nähern uns dem siebten Weltwunder auf großzügigen Freeways von Süden her. Die Spanier gründeten 1776 auf der Halbinsel zwischen Pazifischem Ozean und der heutigen San Francisco-Bucht eine befestigte Siedlung mit dem Namen Yerba Buena. Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Amerika gekommen, erhielt die Ortschaft den Namen San Francisco und nahm zur Zeit des Goldrausches einen steilen Aufstieg zur Stadt. 1906 zerstörte ein Erdbeben mit dadurch entstandenem Großfeuer 28.000 Gebäude. 500 Menschen fanden damals den Tod. Vor uns die Oakland-Brücke, die in zwei Etagen mit insgesamt 10 Fahrspuren über die Bucht von San Francisco hinwegführt. San Francisco, von den Seeleuten aller Nationen kurz Frisco genannt, gehört zu den schönsten und faszinierendsten Städten der Erde. Unter den vielen hier lebenden Ausländern stellen übrigens die rund 30.000 Deutschen das drittgrößte Kontingent, nach den 50.000 Chinesen von Chinatown und den 40.000 Italienern von Little Italy, von Kleinitalien. Vom Außenlift des Fairmont Hotels bietet sich ein wundervoller Überblick über die an drei Seiten von Wasser umgebene Stadt mit ihren Hügeln und steilen Straßen. Das Auf und Ab der Straßen ist sehr malerisch und trägt viel zum eigenartigen Reiz dieser Stadt bei. Für den Kraftverkehr bringt es aber gewisse Probleme mit sich. Wo sich steile Abfahrten und waagerecht verlaufende Querstraßen kreuzen, schließt mancher Auspuff ungewollte Bekanntschaft mit dem Pflaster. Chinatown, das Chinesenviertel von San Francisco, die größte chinesische Siedlung außerhalb Asiens. Von der Telefonzelle bis zum Krankenhaus, von der Straßenlaterne bis zu den Geschäften mit ihren bunten Auslagen und fremdartigen Düften, jedes Detail enthüllt hier, wo man sich befindet. Chinatown San Francisco hat sogar eine eigene chinesische Telefonvermittlung. Ein Besuch in diesem Viertel ist wie eine Reise in einen anderen Kontinent. In dem vor fast 200 Jahren wie Aphrodite aus dem Schaum des Meeres geborenen San Francisco, das sich nach der großen Katastrophe von 1906 ein zweites Mal wie Phönix aus der Asche erhob, ist die Zeit nicht stehen geblieben. Dreistöckige Skyways, zu Deutsch Himmelswege, bewältigen morgens und abends den durch 125.000 Pendler aus der Umgebung der Stadt verstärkten Berufsverkehr. Baden, Wellenreiten, Sonne und frische Luft vom Pazifik direkt am Rande der Stadt beim Cliff House. Die Mission Dolores, von Franziskanern im Jahr der Siedlungsgründung als sechste in der Kette kalifornischer Missionen eingerichtet. Sind Sie schon einmal mit einem Nationaldenkmal gefahren? In San Francisco können Sie das jeden Tag tun. Die Cable Cars, altertümlich, ratternd und quietschend, sind ein Nationaldenkmal. Täglich transportieren sie 35.000 Menschen, davon mehr als die Hälfte Touristen, Hügel auf, Hügel ab. Und das seit nun fast 100 Jahren.
Es hat in dieser Zeit nicht an Versuchen gefehlt, die unmodern und unrentabel gewordene Spielzeugbahn abzuschaffen. Doch jeder dieser Versuche scheiterte an den entrüsteten Reaktionen der Bevölkerung. Im Hintergrund sehen Sie gerade die berühmte Insel Alcatraz. Bis 1963 wurde hier ein Zuchthaus unterhalten, in dem so prominente Leute wie Maschinengewehr Kelly und Al Capone zu Gast waren. Komitees zur Rettung der Cable Cars wurden ins Leben gerufen, mit dem Erfolg, dass ihre Existenz seit 1955 durch öffentliches Dekret endgültig gesichert ist. Die Cable Cars sollen ihre Einrichtung übrigens dem traurigen Blick überarbeiteter Pferde zu verdanken haben. Der englische Ingenieur Andrew Halliday konnte diesen Blick nicht mehr ertragen und konstruierte 1869 die Cable Cars, die an den in der Straße verlegten Kabeln bzw. Trossen die bis zu 21% betragenden Steigungen besser überwinden können. Die Cable Cars sind nicht schön und nicht rentabel, sie sind unpraktisch und im Grunde unsinnig in unserer Zeit, aber sie bedeuten einen großen Spaß und machen einen wesentlichen Teil des Reizes dieser Stadt aus. Darum werden sie auch weiter über die Hügel San Franciscos rumpeln. Die Crookedest Street, die windungsreichste Straße. Wie San Francisco überhaupt ein ideales Übungsgebiet für Autofahrschüler ist. Das Wahrzeichen San Franciscos, die Golden Gate Bridge. Wie vielerorts in den USA ist hier ein Brückenzoll zu entrichten. 25 Cent für Autos, 10 Cent für Fußgänger. Mit einem wundervollen Bogen von fast 1300 Metern Länge und 67 Meter Durchfahrtshöhe überspannt die Golden Gate Bridge das Goldene Tor, die Einfahrt zur San Francisco Bucht. Rund 250.000 Autos werden hier jährlich gezählt. Ein buntschillerndes Glanzlicht setzt dieser an Farben so reichen Stadt Fisherman's Wharf, der Landungsplatz der Fischer, auf. Ein romantischer Hauch von Vergangenheit und weiter See mischt sich hier mit unterhaltsamer Gegenwart und einträglichem Geschäft. Hier kann man Atmosphäre schnuppern, die eine Mittelmeerbrise in sich zu tragen scheint. Hier kann man aber auch alle Köstlichkeiten des Meeres probieren, knackfrisch, sozusagen direkt vom Netz auf den Teller. Ein ganz besonderes Vergnügen, jedenfalls für Angelfreunde, bietet Pier Point Landing an der Pazifikküste bei Long Beach. Rockcod Fishing. Der Sportangler kann hier mit Gleichgesinnten vom Boot aus in 70 bis 250 Meter Tiefe verschiedene Kabeljauarten und Plattfische angeln. Neben Rat und Tat hält der Bootseigner auch die nötigen Köder bereit. Stolz holt der Angler seine Beute ein. Aber nicht immer geht das so glatt. Beim Heraufholen der Fische aus großer Tiefe an die Wasseroberfläche werden ihnen durch den inneren Überdruck die Augen und Luftblasen weit aus den Köpfen gedrückt. Bei diesem Red Snapper genannten Fisch ist das sehr gut zu beobachten. Petri Heil und fette Beute den Rockcod-Anglern. Wir wenden uns wieder der Küste zu. Im exklusiven Badeort Long Beach finden wir etwas, das wir hier wohl zu allerletzt erwartet hätten. Die größte Konzentration von Ölpumpen, die es an irgendeinem Platz der Welt gibt.
In Küstennähe zieht sich unter dem Pazifik eine unvorstellbar reiche Erdölader hin, die durch Schrägbohrungen von der Küste her erschlossen worden ist. Tag und Nacht nicken hier die Pumpen wie geduldig unter einer Last gehende Maulesel. Sie gehören zum täglichen Leben wie andernorts Verkehrsampeln oder Zigarettenautomaten. Sie stehen im Blumengarten und auf dem Hof, genauso wie vor der Schule und neben der Kirche. In Huntington Beach kann man kilometerweit am Meer entlangfahren, immer begleitet von ganzen Herden dieser geduldig und monoton nickenden, Stück für Stück 20.000 Dollar kostenden Dukatenesel. Unser letztes Ziel im Wunderreich der neuen Welt, Los Angeles. Koloss der Westküste. Metropole des Films. Werkstatt des Weltraumzeitalters. 40 Vororte suchen eine Stadt. Bevorzugter Wohnort von Filmstars, Autos und Orangen. Das also ist Los Angeles. Stadt mit den meisten Straßen. Auf denen täglich 30 Millionen Liter Benzin verfahren werden. Vierstöckige Kreuzungen. Gefahrloses Abbiegen in jeder Richtung. Wer in Los Angeles ein Restaurant aufsucht, muss durchschnittlich 15 Kilometer fahren. Wer ins Kino will, fährt im Durchschnitt 30 Kilometer. Wer bei Freunden eingeladen ist, muss sogar 80 Kilometer zurücklegen. Los Angeles ist an Ausdehnung die größte Stadt der Welt. Es gibt hier 3,5 Millionen Autos. Stoßstange an Stoßstange gestellt, eine Kette, die vom Nordpol bis fast an den Südpol reichen würde. 10-spurige Superautobahnen. Der Traum jedes europäischen Verkehrsexperten. Wie überall in den USA spielt auch hier das Drive-In-System eine große Rolle. Man geht keinen Schritt mehr als unbedingt nötig. Neben Drive-In-Restaurants, wie diesem hier, gibt es Drive-In-Kinos, Drive-In-Bank- und Postschalter, Drive-In-Kirchen, Drive-In-Geschäfte. Nur ins Bett müssen wir leider immer noch zu Fuß gehen. Wer erfindet endlich das Drive-In-Bett? Außer Erdölgewinnung und Verarbeitung hat Los Angeles bedeutende Automobil-, Flugzeugbau-, Eisen-, Glas-, Chemie- und Lebensmittelindustrien. Und natürlich die Filmindustrie von Hollywood. In hoch über der Stadt und ihrem Dunst gelegenen Villen, natürlich mit Swimmingpool, wohnen die Filmstars. Und vor dem weltberühmten Graumens Chinese Theater, in dem unter anderem die alljährlichen Oscar-Verleihungen stattfinden, hinterlassen die Stars ihre Hand- und Fußabdrücke, wie hier gerade Debbie Reynolds. Das ist der Hollywood Boulevard zur Weihnachtszeit. Die Sonne scheint warm vom blauen Himmel und die Weihnachtssterne blühen. Ein paar Tage später dann, am Neujahrstag, findet in Pasadena, Los Angeles, ein Ereignis statt, das all unseren Auffassungen von diesem Tag entgegenstehen dürfte. Das Tournament of Roses, das Rosenturnier, lässt sich in seinem Glanz und seinem erstaunlichen Aufwand höchstens mit dem Karneval von Rio oder mit dem Blumenkorso von Nizza vergleichen. Im Mittelpunkt der sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen steht ohne Frage der Blumenkorso auf dem Colorado Boulevard. Millionen von Zuschauern und Mitwirkenden sind an diesem Tag auf den Beinen. Dieses Neujahrsfest unter kalifornischer Sonne waren Schönheiten aller Art angekündigt. Der Zug hält, was die Vorankündigungen versprachen. Musik.
Für die Wagen dürfen nur echte Blumen verwendet werden, die in Kalifornien gewachsen sein müssen. Eine Ausnahme machen nur Orchideen. Sie werden aus Hawaii herübergeflogen. Einem der Wagen zu sein, das ist etwa das gleiche, als wenn bei uns jemand einen Orden mit Stern und Band verliehen bekommt. Noch nach Jahren erzählen die zu Großmüttern herangereiften Königinnen mit roten Ohren von ihrem großen Triumph. Die Sonne strahlt, wie sollte es anders sein, in diesem Land, in dem man die Regentage eines Jahres an der Hand abzählen kann. Ein wundervoller Tag. Und ein wundervoller, farbenprächtiger, rauschender Abschluss für unseren Streifzug durch das Wunderreich der neuen Welt. Durch diesen mit eigenartigem, schönem und wundersamen, so reich gesegneten Kontinent zwischen Pazifik und Atlantik. Zwischen Los Angeles und New York. Schnell geht es zurück zur Ostküste. Und die Freiheitsstatue grüßt den Heimkehrenden zum Abschied.